Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exhaust und in diesem Video schauen wir uns das exotische primäre lineare Fusionsgewehr an, Arbalest. Wir schauen uns an, wie sich die Waffe hier im PvP spielt, wie sie sich im PvE spielt und was für Fähigkeiten wir drauf haben. Damit fangen wir auch direkt an. Binde der Macht feuert Kugeln, die den Elementarschild von Feinden massiven Schaden zufügt. Das heißt, wir sehen das hier im Hintergrund, wenn wir den Schild eines Feindes zerstören, kriegen wir zwei Schadensanzeigen, die eine Schadensanzeige von der Waffe selbst, wenn sie Schaden macht, und das zweite wäre dann eben diese Fähigkeit, wo wir dem Feind Zusatzschaden machen durch die Schildzerstörung. Das nächste wäre dann verlängerter Lauf, auch hier einfach die Zusatzfähigkeiten, die drauf sind. Dann hätten wir hier Projektionszündung, also auch hier erhöhte Reichweite, macht aber auch keinen Unterschied, wir können ja nichts wechseln. Störfaktor: zerstörst du einen Feindschild mit dieser Waffe, sind sie für kurze Zeit anfälliger für Kinetikschaden. Auch hier muss ich nicht viel zeigen, das ist die Fähigkeit, die wir auch auf anderen Waffen drauf haben. Das heißt, hier können wir mehr Schaden mit Kinetikwaffen bzw. mit der Waffe selbst dann machen, wenn die Feindschilde zerstören. Dann haben wir hier einen Kompositschaft, auch hier wird das Ganze erhöht, hier unten, da muss ich nicht viel dazu sagen. Ich glaube, am interessantesten ist definitiv die Exo-Fähigkeit. Und damit kämen wir zu Beginn auch direkt zum PvE. Im PvE, muss ich sagen, spielt sich die Waffe relativ angenehm. Wenn wir Präzisionstreffer landen bei verschiedenen Feinden, hauen wir doch ziemlich viel Schaden raus. Das sieht man hier, die ein oder anderen verlorenen Sektor-Bosse kriegen da guten Schaden. Also das heißt, wir können da ein paar Mal draufballern, dann sind die weg. Sie kann also mit der einen oder anderen Schrotflinte oder dem einen oder anderen Scharfschützengewehr sehr, sehr gut mithalten. Im PvE also sehr, sehr stark zu spielen. Wenn wir eben auch Schilder zerstören, haben wir hier einen Vorteil. Das heißt, wir haben hier eine Waffe, die gegen Feindschilde sehr, sehr stark ist und im PvE im Allgemeinen stärkere Feinde relativ gut weghaut. Das heißt, für PvE ist sie absolut zu gebrauchen. Für PvP, nun, da kommen wir jetzt dazu. Im PvP, und das sieht man hier im Hintergrund, ist die Waffe nun halt so, wie alle Linearfusionsgewehre sind. Sie hat eine Aufladezeit, das heißt, wir brauchen einen Moment, bis der Schuss rausgeht. Während dieser Zeit kann der Feind auf uns schießen und unser Zielvisier wackelt relativ stark durch. Das heißt, wir verfehlen des öfters mal den Schuss und der Feind tötet uns dann daraufhin. Wenn wir die Handhabung mehr oder minder raus haben, können wir hier schon den einen oder anderen Feind weghauen, aber im Großen und Ganzen für PvP eher nicht so geeignet, meines Erachtens nach. Wir machen mit einem Bodytreffer schon ziemlich viel Schaden und mit einem Kopfschusstreffer würden wir den Feind auch direkt weghauen. Wir haben hier hohe Schadenswerte, aber eben des Öfters gehen die Schüsse vorbei. Ich würde da fast eher Scharfschützengewehre empfehlen, wenn man auf Distanz was machen möchte. Auch bei Superfähigkeiten können wir eigentlich nahezu keine Superfähigkeit mit einem Kopftreffer weghauen, das heißt, wir hätten hier nicht mal eine Superfähigkeit, Killerwaffe nenne ich es jetzt einfach mal, sondern es ist einfach eine Waffe, die ich für PvP eher nicht empfehle. Sie macht zwar schon hier und da Spaß und es gibt schon ein paar gute Momente, aber grundsätzlich ist es eher eine PvE-Waffe. Bedeutet unter dem Strich, wenn ihr die Waffe kriegt oder euch die Waffe holt, dann ist es so, dass man sie im PvE benutzen sollte. Sie macht da Spaß, sie hat da gut Schaden, gegen Schilde ist sie sehr, sehr stark, für PvP, wie gesagt, sehe ich sie eher nicht. Nun gut, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende von diesem kleinen Review angekommen. Wenn das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da, wenn ihr noch was loswerden wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von diesem Kanal verpassen möchtet. Und wenn ihr noch was zu lachen haben möchtet, dann klickt hier im Outro auf eins dieser beiden Videos, das ist ein Far Cry 5 Zusammenschnitt, so die besten Momente, ein paar witzige Momente, die ich hier zusammengeschnitten habe. Klickt gerne drauf und schaut die Videos, ich würde mich sehr freuen. Gut, das war's auch schon von mir, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.